Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt gibt es also auch 2019er MacBook Pros. Und diese sind ziemlich ähnlich zu den alten, aber es gibt doch ziemlich große Änderungen. Und was diese sind, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, fangen wir erstmal mit dem Design an. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Es gibt weiterhin 4 Thunderbolt Ports, die Retina-Displays und so weiter, ist alles gleich. Das Modell ohne Touchbar ist dabei weiterhin gleich geblieben wie das Modell aus 2017 und hat keine Änderung bekommen. Das 13er Modell mit Touchbar hat jetzt einen stärkeren Prozessor und zwar einen 2,4 GHz Intel Core i5, welcher auf bis zu 4,1 GHz im Turbo Boost hochtaktet und dieser ist aus der 8. Generation von Intel. Aufrüsten kann man dieses Modell auf einen 2,8 GHz Intel Core i7, auch Quad-Core, und dieser schafft den Turbo Boost bis zu 4,7 GHz. Dazu ist das MacBook von 8 GB auch auf 16 GB und von 256 auch auf 2 TB aufrüstbar. Die Preise beginnen dabei für das Modell mit 256 GB Speicher bei 1999 im Bildungsangebot für 1800 und gehen hoch auf bis zu 4000 Euro. Leider gibt es weiterhin in den 13-Zoll-Modellen keine dedizierte Grafikkarte. Die größeren Änderungen gibt es dabei beim 15-Zoll-Modell. Das Standardmodell hat sich nur im Prozessor geändert und zwar hat es jetzt einen 6-Kern Intel Core i7 der 9. Generation mit 2,6 GHz, welcher im Turbo Boost bis zu 4,5 GHz schafft und eine Radeon Pro 555X mit 4 GB Videospeicher. Die größere Variante davon beim MacBook Pro 15 Zoll hat aber jetzt einen 8-Kern Intel Core i9 Prozessor der 9. Generation, welcher mit 2,3 GHz normal taktet, welcher im Turbo Boost mit bis zu 4,8 GHz taktet. Auch kommt jetzt eine Radeon Pro 560X, auch mit 4 GB Videospeicher, und das höhere Modell kommt mit 512 GB SSD Speicher. Das Standardmodell mit dem i7 kostet bei 2800, während das höhere Modell mit dem i9 3300 Euro kostet. Aufrüstbar sind sie aber weiterhin um Längen. Die höchst aufgerüstete Variante des neuen MacBook Pros 15 Zoll kommt jetzt aber mit einem Intel Core i9 im Standard mit 2,4 GHz taktet und im Turbo Boost auf bis zu 5 GHz taktet. Und das ist schon eine Menge. Das MacBook wird zwar vermutlich noch wärmer als das letzte und das letzte hatte ja schon Lüfterprobleme und was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Ich vermute mal jedenfalls, dass die Dinger richtig heiß werden können. 32 GB RAM, einer Vega 20 mit 4 GB Videospeicher und 4 TB SSD. Und der Preis für dieses High-End aufgerüstete MacBook ist 7.780 Euro. Wer das ausgeben kann, kann es gerne machen. Ja, das sind jetzt also die neuen MacBook Pros aus 2019. Ich finde eigentlich nur das 15-Zoll-Modell interessant, da sich beim Kleinen eigentlich fast nichts verändert hat, außer der Prozessor. Beim 15-Zoll-Modell gibt es jetzt aber bis zu 8 Kerne und Apple selber verspricht eine Leistungssteigerung um bis zu 40%. Und das könnte was heißen, wenn der Lüfter da mitspielt. Ja, ich bin der Velazaros. Ciao.